Also ich kann jetzt hier direkt raustrinken. 10 Liter Preiselbeersaft. Zack. Hops. Ja, warte mal, muss ich mit Shift oder was? Nee. Achso, das war ein Fass, ich Vollidiot. Das war nicht der Eimer, das war ein Fass. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Vintage Story. Hier zurück auf dem Community-Server und mal wieder nach einem kleinen Stream-Wochenende, wo wir wieder ordentlich Spaß hatten. Es ist wieder Sommer, oder es wird Sommer. Wir sind noch im Frühling, aber es dürfte bald Sommer werden. Die Büsche wachsen wieder und können auch schon bepflückt werden. Meine Pflanzen hier wachsen ebenfalls, sind fast schon ausgewachsen, Andermann. Ich warte dann ganz kurz, bis alle ausgewachsen sind, dann ernte ich die. Und dann wird da dann wieder Flachs angebaut, wie ursprünglich geplant. Ich habe noch ein paar Büsche gefunden unterwegs, die respawnen offenbar auch in der Welt. Und alles ist schick. Es ist wieder alles schick. Der ganze Ärger, Stress über den Winter ist jetzt vorbei. Wir haben so ein Problem, und zwar die Beeren. Die Beeren werden langfristig... ja, wir brauchen die Fruchtversorgung hier, Obst, ne? Das Problem ist, Beeren halten sich nicht lange. Ich muss mir also überlegen, was ich mit den Beeren jetzt mache, dass ich die möglichst lange im Winter auch nutzen kann, um möglichst halt eine ausgewogene Ernährung zu haben. Insgesamt hat sich auf dem Server noch ein bisschen einiges getan. Man sieht schon, meine Wegeplanung ist bereits, wird bereits übernommen. Wir sehen hier bereits einen Ableger von Geronimo. Hier hat der Freelancer gebaut und da gehen wir kurz mal rüber, denn der Freelancer hat verkackt. Der Freelancer hat beim Bauen verkackt, hat er. Schaut euch diesen Weg an, ja? Und dann guckt mal gleich mal, was der Freelancer gemacht hat. Und dann können wir vergleichen. Verkackt hat er. Verkackt. Absolut verkackt. Hm? Da flog wohl gerade ein Stein oder so. Ansonsten, ja, was habe ich? Ich habe eigentlich genug rote Johannisbeerenbüsche aktuell. Ich kann sie pflücken, aber ich brauche halt eben die Büsche aktuell. Schwarz nehme ich mit. Da gehen noch ein paar. Blaubeerenbüsche bräuchte ich auch noch ein paar. Aber Preiselbeeren habe ich auch genug. So, ey, nee. So, das ist jetzt so blöd. Komm wieder her, mein Freund. Du kommst mit. So. Lecker, lecker, lecker. Zack, da haben wir noch mehr rote Johannisbeeren. Und weiße Johannisbeeren könnte ich auch noch ein paar gebrauchen, genau. Schwarze und weiße Johannisbeeren sowie Blaubeeren. Da könnte ich noch ein paar mehr Büsche vertragen. Man kann die Früchte mit, zusammen mit der Suppe einkochen. Dann hält die halt eben so lange wie die Suppe. Das geht. Ich empfehle hierbei allerdings nicht die Getreidesuppe, denn die. Dafür brauchst du. Der hat auch noch so Löcher gemacht. Was ist denn das? Junge. Aber hier, das ist jetzt seine Straße. Fällt dir was auf? Die ist nur 2 breit. Und der hat die aus Andesit gemacht. Die Begrenzung. Ich muss schon sagen, also es gibt einen ganz fiesen Abzug in der B-Note. Ansonsten habe ich am Spawn meine kleine eine Tauschkiste eingerichtet. Wir gehen mal gucken, was es da inzwischen jetzt für mich gegeben hat. Sprich, ich habe da eine Kiste, ich packe da meine Sachen rein und wer die Sachen haben will, der kann die Sachen dort abkaufen und packt eben dann das rein, was er oder sie für richtig hält. Das heißt also, es gibt dann so auf Vertrauensbasis halt, ne? Ich hatte da jetzt 2 Schwerter reingepackt, weil die kann ich ja halt machen als Wächter. Da bin ich ja ein bisschen schneller. Wir müssen diesen Weg hier noch ein bisschen angleichen, glaube ich. Das ist noch, gefällt mir nicht so um diesen Hügel, aber da hatte ich jetzt noch keine Zeit und Lust zu. Auch hier muss noch gechiselt werden, dass die Ecken vernünftig aussehen. Aber ansonsten passt das alles. Hier wäre der Weg zu Tränchen rüber, genau. Und die Büsche am Spawn sind auch alle schon gewachsen. Sehr schön. Als futtermäßig sollten wir jetzt erstmal wieder genug haben. So, also ich verkaufe aktuell... Okay, beide Schwerter sind raus. Das heißt, hier will jemand auf jeden Fall... Ich muss auf jeden Fall neue Schwerter machen. Und bekommen habe ich dafür ein rostiges Zahnrad, einen Smaragd, einen Apfel... einen Apfelbaum, Braunkohle, Nähzeug, sehr schön. Und neue Gisten. Cool, das hat sich gelohnt. Dann werde ich gleich nochmal ein paar neue... Nähzeug ist cool, weil das Nähzeug brauche ich nämlich gerade sowieso für meine Rüstung. Ist nämlich schon langsam, aber sicher am... kaputt gehen. Wir können mal gucken, wie das mit dem Nähzeug funktioniert tatsächlich. Also ich habe die Hose, das Nähzeug,
Und dann? Wie genau geht das? Kann man die nicht reparieren mit dem Nähzeug? Doch. Oh. Aber man packt es direkt drauf. Oh, okay. Oh, ein Nähzeug ist aber uff. Okay. Es hat die Hose wieder fast komplett repariert. Aber, ja, da merkt man schon. Also, da braucht man einiges. Glücklicherweise ist das Nähzeug halt nicht teuer. Das Problem bei dem Nähzeug ist halt, dass der, nur der Schneider kann es herstellen. Wir haben also jetzt endlich einen Schneider bei uns auf dem Server. Und dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Ja? Also Nähzeug nehme ich gerne an, auf jeden Fall. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Den Smaragd weiß ich nicht genau, was ich damit machen soll. Braunkohle, das brauche ich später für Koks zum Beispiel. Das ist ganz lustig. Okay. Dann, wie gesagt, mache ich ein paar neue Schwerter, damit noch mehr Leute ihre Schwerter kaufen können. Und dann eben bezahlen, was sie denken, was dafür sinnvoll ist. Cool, aber das Ziel heute sollte sein, erstmal vernünftig Futter zu machen. Und dazu... Oder vernünftig mit den Bären zu arbeiten. Und dazu habe ich mir über... Also es gibt eine Möglichkeit, um Bärenfrüchte wirklich lange haltbar zu machen. Und zwar als Marmelade. Dazu kochst du die ein mit Honig. Da ich keinen Honig habe, ist das jetzt nicht wirklich sinnvoll, nicht wirklich hilfreich für mich. Dementsprechend brauche ich was anderes. Einkochen in Suppe geht, aber wie gesagt, es halt trotzdem verbraucht sich halt. Es gibt noch ein Gerät, was da sinnvoll ist, und zwar wäre das die Fruchtpresse. Wir können die Früchte zu Fruchtsaft pressen und eventuell sogar daraus auch dann Alkohol machen. Und das ist, glaube ich, eine gute Variante, um A, Früchte gut zu lagern und um vor allen Dingen aber auch entsprechend um Platz sparen zu lagern und vor allen Dingen aber auch um sie langfristiger zu lagern. Das schauen wir uns aber jetzt mal an und wie das funktioniert. Ich habe schon ein bisschen experimentiert und weiß schon grob, wie das geht, aber wir machen das nochmal richtig, ne? So, dann einmal kurz nach Hause. Ich sollte den Weg noch ein bisschen fertig machen. Das mache ich irgendwie mal offscreen oder so. Das ist jetzt, ich habe jetzt genug im Stream und auch hier im Videos daran gebastelt. Meine Bäume wachsen, meine Pflanzen wachsen auch ganz cool. Ich brauche übrigens mal neue Pötte. Die müsste ich bei Gelegenheit machen, denn so langsam geht mir der Platz aus in meinem Fruchtpott hier. In meinem Vorratslager. Da habe ich jetzt nicht mehr so viel Platz. Ja, hier habe ich jetzt eine Frucht, ein Dings, einen Rohflächentropfen mit Johannisbeeren und das Obst halt eben 120 Saturations. Das heißt, ich verliere sogar ein bisschen Saturation. Da waren jetzt, nee, Quatsch, stimmt nicht. Nee, ich sogar mehr. Ich gewinne sogar Saturation. Da waren jetzt 6 Beeren. Eine Beere hat, das ist natürlich praktisch, dass die Saturation dann hält. Aber wie gesagt, es hält halt nur für vielleicht knapp 40 Tage jetzt im Keller oder 50 Tage. Das heißt, Obst verwandelt sich von 80 Saturation auf 120 Saturation im Kochen. Das ist schon mal gut. Das heißt, bei Marmelade vermute ich dann auch nochmal. Das ist beim Pressen ein bisschen anders. Okay. Ja, wie gesagt, ich hab einfach zu viele Beeren hier gerade. Ich werde den Spaß halt auch nicht los. Und ist halt wenig Platz drin. Die Beeren selbst halten so für 15 Tage maximal im Vorratslager. Das heißt, da muss man, die muss man auf jeden Fall loswerden. Ansonsten wird schlecht. Ja, ich brauche also auf jeden Fall definitiv noch mehr Vorratsbehälter. Will ich so gleich mal nochmal, am besten gleich nochmal ein, zwei brennen. Ich habe jetzt so ein bisschen gebaut nochmal. Ausgebaut die Hütte. Hier kommt jetzt noch eine Zwischendecke zwischen, sobald ich genug Lichter habe. Hier ist meine Kochecke jetzt. Da habe ich hier die Mühle, da habe ich den Lehmofen für das Brot und so weiter. Hier habe ich jetzt zwei Kochstellen, wenn ich Essen machen möchte. Natürlich, ich habe Kuchen gemacht. Das kann man übrigens auch machen. Stimmt, man kann auch die Früchte mit Getreide kombinieren und dann daraus einen Kuchen machen. Hält ähnlich lange wie eingekocht. Und du verlierst dabei aber Saturation von Getreide. Getreide gibt normalerweise gebraten als Brot, gibt es dir 300. Hier gibt es dir nur, ich weiß gar nicht, deutlich weniger. Also 240 sogar nicht, das ist sogar noch weniger. Das heißt also, du verlierst, weil du brauchst
Nee, Quatsch, doch, du brauchst vier Brot. Vier Brot für vier Stückchen Kuchen. Das heißt 240. Das war jetzt 60 Saturation im Vergleich zum Brotbacken. Plus auch die Haltbarkeit des Kuchens ist geringer als das Brot selbst. Dementsprechend ist Brotsuppe, ist Getreidesuppe oder aber auch ein Kuchen nicht unbedingt die beste Variante. Der einzige Vorteil, den der Kuchen hat, ist, du kannst die Kuchenstücken stapeln und hast dann ein ganzes Stack Futter in der Tasche, wenn du mal auf längere Touren gehst. Du musst dann nicht mit den Schüsseln hantieren und so weiter. Das ist nochmal ganz praktisch. Aber du kannst auch genauso gut einen Topf mit Essen mitnehmen und dann den halt aufstellen. Dann hast du eben zwei Slots, logischerweise. Okay. Kommen wir jetzt mal. Ja, wie gesagt, also Feuerstelle, Kochstelle. Hier haben wir jetzt die Schmiedestelle. Und hier unten ist meine Kombination aus Grubenöfen sowie auch Holzlagerfeuer. Also wenn ich Holzkohle machen will, mache ich hier die Löcher zu, pack das in voll Holz, mach oben zu, mach hier zu und dann habe ich eben meine Brennkammer für Holz. Und so habe ich eben jetzt Grubenöfen und das Ganze. Das kann man noch ein bisschen auskleiden später. Das war jetzt erstmal noch so Holterdiepolter, dass es eben erstmal geht. So. Dann lass mal ganz kurz ein paar Sachen wegpacken. Warte mal, kann ich die alle gleichzeitig? Warte mal. Oh, warte mal. So, wo ist denn jetzt hier der? Sortiert ihr dann alles irgendwo ein, oder was? Testen wir mal. Nee. Doch. Okay. Einfach alle Kisten aufmachen und dann einsortieren. Okay. Ich habe nur, du hast keinen Platz für nichts mehr hier. Ich habe ein bisschen Holz gefarmt vielleicht. So ein kleines bisschen. Ich mache auch gerade noch ein bisschen was an Dings hier. An Dünger. Damit halt ich in meine Felder ein bisschen düngern kann. Was bei Terra Preta nicht unbedingt 100% notwendig ist, aber es hilft halt schon, weil beim Wachsen verbrauchen die halt eben den Nährstoff und dann, wenn man den nachsteuern kann, dann wachsen die halt noch ein bisschen schneller. Ist aber nur eine kleine Spielerei. So, jetzt. Ich könnte mal die Kisten aufstellen, gerade erstmal nur temporär hier. Das hilft mir gerade ganz gut hier. Ah, nee, warte mal. Ich muss die ja kombinieren, ne? Wir brauchen die als Doppelkisten. Dann machen wir die mal hier erstmal kurz noch mit dazu. Lagerplatz ist nämlich immer ein bisschen knapp bei mir tatsächlich. Wer hätte das kommen sehen können, dass mein Lagerplatz Probleme macht regelmäßig? Gut, Topf sollte ich nicht da reinstapeln. Egal, ich packe es mal als Verkehr. So. Da ist der Dings, das Zeug. Noch ein Eichenstamm. Okay. Gut. Fruchtpresse. Kommen wir also mal zur Fruchtpresse. Die möchte ich gerne machen. Dazu brauche ich Bretter jeglicher Art. Ich brauche Kiefernharz, zwei Stück. Ich brauche Fett. Ich brauche einen Barren, jeglicher Art wahrscheinlich. Ja, da reicht jegliche Basis. Ich brauche einen Meißel und einen Hammer. Okay, ich habe, glaube ich, noch keinen Meißel, oder? Nein. Ich habe noch keinen Meißel. Okay. Wir könnten jetzt den Eisenbarren, den machen wir gleich mal zum Meißel, tatsächlich. Also den schmelzen wir gleich rüber zu Eisen. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch gleichzeitig nochmal einen weiteren Barren machen dann für die. Ich könnte jetzt auch einen Barren gießen aus Kupfer, aber ganz ehrlich, Eisen ist einfacher. Eisen ist einfacher zu machen jetzt als Kupfer in dem Fall. Dann brauchen wir ein bisschen Holzkohle zum Hochheizen und dann macht das. Wo ist denn jetzt nochmal Holzkohle hin? Da. Drei Stück Holzkohle müssten eigentlich reichen normalerweise. Dann brauchen wir. Genau, dann machen wir noch. Dann machen wir Folgendes. Wir brauchen den Barren ja nicht hochheizen. Wir haben den Barren ja schon da. Dann gibt man nochmal eine zweite Lupe. Dann mache ich gleich nochmal ein neues Tool. Diese Tools. Dann mache ich noch ein Schwert. Wir machen noch ein Schwert fertig, genau. Wir machen mal noch ein Schwert fertig dann. So, Lupe drauf. Und Fackel dran. Meine Tools sind auch schon ganz schön hart kaputt gerade. Die habe ich am Wochenende hart gequält. Ich habe sogar schon andere gemacht, aber das war dann doch wieder alles voll. So, da ist der Hammer, den brauchen wir dann gleich. Und wir brauchen außerdem jetzt den Kollegen hier. Damit wir da.
mit dem Zeug interagieren können. So. Dazu brauchen wir dann noch einen Eimer und ein Fass. Kannst du mal die ganzen Bretter rausnehmen? Ich hatte ein paar Birkenbretter, glaube ich, übergenau. Können wir mal verarbeiten zu dem Spaß. Eimer, Holzeimer, wird gemacht aus, genau, da brauchen wir ein bisschen Flachsschnur und den dazu. Okay. Temperatur 600. Habe ich noch Flachsschnur da? Ach, ganz wichtiger Tipp übrigens, ganz wichtiger Tipp. Hier unten die Taschen, die Leinensacke. Absolut empfehlenswert. Die haben, ich hatte mal geschaut gehabt, wenn man mal schaut hier nach Lagerplätzen, Lagerplätze, Doppelpunkt, dann siehst du halt eben, welche Sachen du auf dem Rücken tragen kannst. Zum einen hast du halt eben den Handkorb und der hat eben seine drei Slots, die kennen wir ja schon. Der nächste wäre der Jägerrucksack, der ist ein bisschen kompliziert, weil du musst auch das Pelz einschmieren und den Pelz einschmieren, der hat vier. Die Leinensäcke haben bereits fünf, brauchen aber eine ganze Menge Flachs. Du brauchst hier vier Flachsschnur, jeweils dann vier Flachsfasern, aber das Ding ist super gut und das kann jeder herstellen. Der letzte wäre dann der Lederrucksack, das wäre dann aus Leder gemacht, der hat dann sechs Plätze und das ist, glaube ich, der größte, den du haben kannst. So, der ist fertig, den können wir schon mal hinschmeißen hier gerade und dann die nächste Lupe schon mal vorheizen lassen. Und dann jetzt einmal wegklopfen hier den Spaß. Machen wir daraus jetzt einen Meißel. Und dann nochmal eins dann für ein Schwert. So, jetzt wird die andere Lupe wird gerade schon mal hochgeheizt. Das heißt, die kann dann schon mal angewärmt werden. Und mit einer weiteren Holzkohle sollte ich in der Lage sein. Die Lupe dann komplett hochzuheizen. So, nach hinten. Okay, da ist die erste Holzkohle leer. Dann nochmal rüber. Und jetzt hier schon mal die Sachen rüberschieben, alle Mann. Und dann alles nach hinten. Zack. Und dann umdrehen. Und jetzt nach oben schieben den Spaß. Und rüber. Zack. Und jetzt die letzten zwei noch. Perfekt. Hopp. 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 Dann können wir das jetzt abspalten. Damit haben wir den Barren. Und den machen wir dann jetzt logischerweise zum Meißel. Der ist dort. Okay. Dazu müssen wir... Können schon mal die Kohle anschmeißen gerade wieder. Eine weitere Kohle rein. Und nochmal hochheizen. Das sollte eigentlich ausreichen, um den dann auf 1100 Grad zu bringen. Das mit drei Holzkohle, wenn man das nicht macht, kann man tatsächlich zwei Luppen komplett verarbeiten. Klumpen. Wir wollten die ja klumpen, dann hatte ich gesagt, ne? Wir wollten die ja klumpenen. So. Jetzt können wir ein bisschen was abspalten hier. Gucken. Ja, das passt. Okay. Zack. Und da ist der Meißel schon mal fertig. Okay. Damit haben wir das schon mal. Den Meißel brauchst du auch später für das Chiseln. Also wenn du Blöcke in einzelne Dinger zerlegen willst, brauchst du ebenfalls den Meißel. So. Die Lupe ist auf 1100 Grad. Perfekt. Hat also wunderbar funktioniert. Und wir können jetzt direkt weitermachen und die nächste Lupe verarbeiten. Und die Kohle ist gerade ausgegangen. Also wie gesagt, war nicht 100% effizient, aber es hat trotzdem gereicht. So, machen wir jetzt noch zum Schwert. Ich werde dann nochmal die anderen Tools nochmal fertig machen, denn wie gesagt, meine Picke ist fast am Arsch. Meine Axt ist schon fast hin. Meine Schaufel ist hinüber. Und alles ist ein bisschen angeranzt gerade schon. Ich brauche auch bald Stahltools.
Bei dem Schwert ist aber der Vorteil, das Schwert ist halt ein spezialklassenspezifisches Schwert und das ist genauso stark wie Stahlfuß nachher. Hat halt nur ein bisschen weniger Haltbarkeit. Das heißt aber trotzdem, ist es eine Waffe, die du wirklich auch bis zum Ende nutzen kannst. Es gibt keine Waffe, die mehr Nahkampfschaden hat. Außer der Stahlfalkion hat noch ein bisschen mehr. Er hat dieselben Dings, dieselbe Reichweite und denselben Nahkampfschaden, aber er hat trotz einfach nur dann mehr Haltbarkeit. Das war's. So. Stahltools sind trotzdem generell insgesamt besser, weil sie halt eben nochmal besser sind von der Geschwindigkeit, von der Haltbarkeit und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ob es noch weitere. Es gibt ja schon noch weitere Materialien wie Titan, aber ich glaube nicht, dass man das wirklich verarbeiten kann. Oder nutzen kann. Da bin ich gerade noch unsicher, aber ich habe da noch keine wirklichen Dinger für gesehen, noch keine wirklichen Einträge für. Aber ich kann mich irren. So, da haben wir das. Jetzt das Wächterschwert. Kurzklinge. Dann 2 nach hinten raus. Und dann vorne hin. Ein grober Schlag wäre hier sinnfrei, weil dann spratzt es nur überall hin. Wo es auch nicht hin sollte. So, jetzt noch die 2. Und jetzt wegknapsen den Rest. Aufpassen, dass man nicht zu viel weghaut, man muss wieder reparieren. Und wenn du den letzten verkackst, dann hast du eben erst einen Glückwunsch. Dann ist das Ding sinnfrei. Dann müsstest du einen neuen Barren schmelzen, um den dann entsprechend einzupacken. So. Da ist die Kurzklinge. Die wird jetzt kombiniert mit einem Stück Holzkohle und einem Stock. So, du kannst wieder weg gerade. So. Holzklinge und ein Stock, Stock, Stock. Stock, da. So. Ups. Kurzklinge, Holzkohle, Wächterschwert. Sehr gut. Und das packen wir dann gleich in die Kiste nach oben zum Verkaufen wieder. So, da. Gut. Jetzt können wir hoffentlich die Fruchtpresse machen. Aha. Fruchtpresse. So. Das waren. Ich packe mal kurz beiseite hier. 2 so, 2 so. Ich brauche das Harz noch. Glücklicherweise schon was gefunden gehabt. Ist ein bisschen seltener zu finden. So. Harz. Da. Also Fruchtpresse nochmal. So. Meißel. Oh, ich brauche den Barren noch und das Fett. Okay, Barren, Fett und Hammer. Fett. Wo ist mein Fett? Das müsste wahrscheinlich hier. Ja, hier ist Fett. Also nochmal. Nee. Den da, das da, Meißel hier, Harz dort, Barren und Hammer, Fruchtpresse, sehr schön, da ist es schon, cool. Und damit können wir jetzt Früchte pressen. So, stellt ihr mal hier mit in die Küche, logischerweise. Jetzt brauchen wir natürlich, damit das funktioniert, noch einen Eimer oder 2 oder 3. Und ein Fass. Wie macht ihr denn ein Fass? Das Fass machen wir mit Stöckern und mit Brettern. Okay, perfekt. Dann los. Wir haben 4 verschiedene Beerensorten. Ja. Also warum bräuchten wir wahrscheinlich 4 verschiedene Fässer? Das Problem mit den Fässern ist, die können wir. Kann man stapeln, ne? Wir machen mal 4 Fässer einfach. Das geht. Ich habe ja genug Birkenholz da. Das schadet ja erstmal nicht. War gerade falsch, ne? Nee. 1, 2, 3. Ach, die stacken nicht. Okay. So, 4 Fässer für die 4 verschiedenen Dinger. Und nochmal einen Eimer.
Noch Flachs da irgendwo? Da. So. Und dann war das mit den Brettern so, ne? Genau. Zack. Okay. Dann lass uns doch mal schauen. Also, wir haben den Eimer, den packen wir drunter. Man könnte auch den Krug drunter stellen, das Problem ist, der Krug hat nur 3 Liter. Und wenn du das Ding voll krachst, presst das halt eben genau 10 Liter. Weil eben was in so einen Eimer passt. So. Die Beere hat jetzt noch eine Haltbarkeit von 7,5 Tage. Hat 60 Sättigung. Okay. Jetzt packe ich die hier rein. Das ist übrigens anders, weil normalerweise so. Hier gehen 32 Beeren rein. Jetzt kann ich die pressen. So. Und wird genau zu 10 Litern Saft wird das. So. Da wird gepresst. Press, 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 press. Immer schön pressen. Und da haben wir jetzt 10 Liter Preiselbeersaft. Und der hält jetzt schon mal 28 Tage. Also 14 Tage noch. Hier drinnen hält der jetzt. Ist es in der Stöcke drin? Hier drinnen hält er jetzt für ganze 53 Tage. Frisch gepresst. Von 7 Tagen oder ehemals 15 Tagen maximal sind wir jetzt hoch auf 53 Tage. Es geht aber noch besser. Denn wir können jetzt hier zum Beispiel mal kurz den Krug wegnehmen da. So. Mal draußen hinstellen einfach. Und das Fass entpacken. So. Kann man nicht stapeln? Das ist ein Untergrund. Ah ja, verdammt. Okay. Lassen Sie also nicht stapeln. Das ist nämlich ein Problem. Okay. Ich muss hier wahrscheinlich ein bisschen ausbauen dann einfach mal. Jetzt kann ich die Preiselbesaft hier, den Eimer, nehmen und hier reinkippen. So. Und jetzt habe ich hier den Preiselbeersaft. Und der hält jetzt ebenfalls 53,6 Tage. Ich kann jetzt hier auch beigehen mit einem Eimer und es wieder rausschöpfen, wenn ich möchte. Oder mit einer Schaufel. Also ich kann jetzt hier direkt raustrinken 10 Liter Preiselbeersaft. Zack. Hops. Ja, warte mal, muss ich mit Shift oder was? Nee. Achso, das war ein Fass, ich Vollidiot. Das war nicht der Eimer, das war ein Fass. Ich brauche logisch den Eimer dazu. So, jetzt nehme ich den Eimer raus. Zack. Und der hat jetzt übrigens eine Sättigung von 2000. Das heißt, Preiselbeeren sind sogar besser. So, jetzt schlürfen wir das mal ganz kurz mal weg hier. So. Ah, schön lecker Preiselbeersaft. So. Und der Kicker ist jetzt, ich kann jetzt den hier verschließen, wenn er voll ist. Ich mache jetzt hier ein Fass voll. Und wenn das Ding voll ist, kann ich das verschließen. Und macht daraus dann den Preiselbeerwein. Und der Preiselbeerwein, der hält dann nochmal doppelt so lange. Und somit habe ich jetzt eine super Nahrungsquelle. Mal ganz kurz ein bisschen größer hier noch für die Fässer dann. Eine super Möglichkeit. Machen wir mal hier drüben. Wir könnten ja rein theoretisch das einfach hier oben reinstellen. So. Zack. Gib mal kurz das Ding her. Und dann einmal die Fässer abbauen. Und dann da oben reinstellen. Wir kommen trotzdem ran. Das ist ja der Vorteil hier oben. Zack. Können wir die da oben einlagern. 4 Fässer. Und, dann lagert sich das Zeug da drin. Fertig. Okay. Cool, 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 cool. Und trotzdem kann ich draufklicken und halt eben zur Not eben draus schlürfen. So, ja. Und wie gesagt, die Umwandlung ist 1:1. Und der Preiselbeerwein, wie gesagt, der hält dann eben doppelt so lange. Das ist ganz praktisch. Das könnte man hier unten drunter dann nochmal. Wenn ich den jetzt wegreiße, fällt es, glaube ich, runter, das Fass, oder? Guck mal, gerade testweise. Müsste aber, ne? Ja, das fällt dann runter. Okay, lass mal ganz kurz nochmal einen Granitstein nehmen. Ich hab so 700 Blöcke Granit gerade da. Wenn man es mal braucht, ne? Das geht dann mal. Das kommt von dem Abbauen, auch von der Straße gerade, habe ich ein bisschen was gefarmt. Das könnte man dann hier unten eine Reihe hinstellen für den Wein dann quasi. Dass du halt oben hast immer das Fass mit dem Dings, mit der Suppe und den, das passt das. Jetzt haben wir noch eine Kleinigkeit und zwar gibt es noch, wir können mal kurz eine Runde schlafen, nur ein Stündchen oder so.
wir dann rausgehen können gleich. So, zack, da ist wieder Morgen. 4.53 Uhr. Außen vor der Tür stehen wieder welche Rissaktivitäten im Mittel. Und du hast jetzt hier noch trockenen Mousse. Der trockene Mousse hält sich nur ganz kurz. Aber ich kann jetzt damit schon rübergehen zu Freelancer seiner Schweinefarm und kann das dort in den Trog hauen und dann werden damit die Tiere gefüttert. Das ist recht praktisch. Also wenn man halt eben dann, du hast dann noch ein bisschen was dazu. Also generell finde ich die Fruchtpresse recht einfach, recht toll. Problem ist halt wiederum auch der Wein, den du herstellst, also der Alkohol, der hält halt auch wieder nur für 100 noch was Tage, 102, 103 Tage. Ist also auch nicht 100% lange haltbar. Es könnte dich mit der Frucht, mit der Obstgeschichte dann über den Winter bringen. Aber es ist halt eben nicht perfekt. Wie gesagt, am besten ist vermutlich einkochen zu Marmelade mit Honig und dann passt es. Aber die Fruchtpresse ist eine gute Alternative für den Start. Plus, ich kann die Beeren jetzt super lagern. Also ich kann die jetzt da wunderschön in mein Lager packen. Und das Schöne ist auch, wenn ich immer wieder Beeren nachpresse und nachpacke, dann bleibt der ewig haltbar. Weil wenn ich was nachlege, erhöht sich die Haltbarkeit wieder für ein Stück. Also auch das wieder recht praktisch. Okay, dann lass mal ganz kurz hier die Dings, das ist der Trog. Da können wir ganz kurz mal beigehen. So, hier, zack. So. Und damit habe ich jetzt 5 Portionen Futter für die Schweinchen. Warum auch nicht? Und hier oben ist eine Sau, die will offenbar... Die ist bereit, gepaart zu werden, aber... Das gibt es leider nicht, weil du musst leider sterben. Denn du bist außerhalb des Geheges, du bist außerhalb der Schutzzone. Das bringt so nichts. Offenbar passiert es wohl, wenn der Stall zu voll wird. Dann packt er die Tiere halt außerhalb der Geschichte hin. Ich nehme mal meinen Speer wieder gerade. Es gibt leider keinen Eisenspeer, das heißt also keine wirkliche Fernkampfwaffe. Oder Waffe auf Reichweite. Der Speer hat ja nochmal einen Meter mehr Reichweite als das Schwert selber im Nahkampfangriff. Ich meine, wenn ich zielen könnte, wäre das alles einfacher. Und das Schöne ist, wenn du die Tiere gezüchtet hast, ab der x-ten Generation kannst du sie halt eben dann mit dem Hackbeil einfach direkt one-shotten und fertig. Dann sparst du diesen ganzen Scheiß hier. Wenn jetzt der reinspringt wieder, ne, dann werde ich aber sauer. Jetzt bleibt nur stehen. Mann! Unglaublich, das ist wie. Hallo! Ja, da wurde es wohl gerade müde. Schwein müde, Schwein muss schlafen. Ja, ich muss mich auch bald mal um die Viehzucht kümmern, denke ich mal, dass ich auch dann was habe, aber aktuell. Ich habe jetzt mehrere Winter überstanden. Ohne perfekte Nahrung. Es ist keine Eile geboten, sondern es geht auch mal so. Ja. Oh, nochmal Preiselbeeren. Cool. Glücken wir gleich mit. Wollte ich nochmal einen Eintopf machen für Fleisch dann. Meine Rüben müssten inzwischen auch fertig sein. Ich kann also mal einen Gemüseeintopf machen. Mit Fleischbeilage dann. Da sind schwarze Johannisbeeren, die brauche ich. Die brauche ich. Komm mal her, mein Freund. Danke. Sehr gut. Gleich nochmal einen neuen Busch anpflanzen dann. Ausgezeichnet. Und wenn ich mich jetzt ranhalte und einfach einmal am Tag, also einmal regelmäßig einlogge, dann kann ich halt eben nebenbei dann die Fruchtpressen machen und mir die Fruchtsäfte sammeln. Und komm halt eben dann langsam vorwärts. Achso, das Schwert packe ich nachher dann zum Markt. Das mache ich jetzt, da laufe ich jetzt gerade nicht hin. Das kurz und kleine. Mach ich dann offscreen. Wir müssen wenigstens ganz kurz nochmal die Rüben ernten, glaube ich. Die dürften jetzt auch ready sein. Und dann soll es doch gewesen sein für diese Folge. Nächstes Wochenende gibt es keinen Stream zu Winter Story, weil da ist Diablo 4 Release. Und wir werden logischerweise dann Diablo 4 durchsuchten. Da gibt es auch keine Videos zu, sondern das mache ich reinweg nur im Stream, weil. Da ist jetzt nicht so viel zu lernen von mir.
dass der jetzt so, schwarze Johannisbeerstrauch, zack, sehr gut. Noch ein paar schwarze Johannisbeeren, kann ich gleich mal alles pressen hier, Oh, ich habe Hunger. Ich habe offenbar Hunger. Na, lass mal kurz eine Suppe essen. Oder ein Stück Kuchen, wir können ein Stück Kuchen essen, der wird ja, der ist glaube ich jetzt als erstes, ja, der ist, hält nicht mehr so lange. Okay, jetzt gucken wir nochmal nach dem Flachs und Fleisch gucke ich dann gleich an. Das mache ich dann später. Dann noch ein paar Beeren. Oder können wir gleich, wir können doch gleich mal ein paar rote Johann. Ich kann gleich noch ein bisschen was pressen hier. Aber erstmal wollte ich nochmal ganz kurz jetzt nochmal den Flachs anbauen. Das haben wir hier. Das ist Lachssamen. Dann lass mal schauen. Hä? Die ist immer nicht ready, die steckt rüber. Was ist denn da los? Okay. Erntest du trotzdem? Ich ernte so trotzdem, oder? Gibt ja trotzdem Zeug. So, das waren jetzt 20, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ja. 20, nee, 15. 15 Steckrübensamen. Und wie es aussieht, haben wir sogar jetzt zweimal Saatgut mehr. Und wir haben insgesamt 2 Stacks Steckrüben. Sehr gut. So. Der Boden ist ein bisschen ausgedrückt, was Natrium angeht, aber unser Flachs braucht Kalium. Dementsprechend können wir das hier gleich dann mitmachen. Und damit kann jetzt der Flachs wachsen und wir kriegen Flachs-Strings für mehr Eimer und für alles Mögliche. Flachs ist generell sehr hilfreich und auch wegen gesagt für die Taschen halt. So, nachgießen. Ja, ich werde jetzt nochmal die restlichen Beeren abpflücken und zu Fruchtsäften pressen. Und dann halten die zumindest schon mal für 50 Tage. Und wenn halt eben ein Fass voll ist, dann machen wir es zu und lassen das dann innerhalb von 7 Tagen zu Brand, zu Wein werden. Und dann hält der noch ein bisschen länger. Da können wir ein bisschen saufen gehen. Yay! Das soll es für die Folge gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne subscriben. Oder links zu den Videos, da gibt es mehr von mir. Bis in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.